So. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist heute Trainingskartspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, dann, ja. Ja. Ich muss leider sagen, ich bin etwas erkältet wieder, leider. Also ich habe einen Kratzen im Hals. Aber ich wünsche wünsch euch heute auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Besser als ich. Keine Ahnung. Also ich meine, ich bin zwar nicht großartig rausgegangen, aber ja, wenn man erkältet wird, dann kann es von heute auf morgen ganz schnell passieren. Leider. Deswegen hoffe ich mal, dass ich es heute etwas kurz machen kann. Je nachdem, was ich bekomme. Und ja, dann machen wir hier mal das Training. Ich schicke mal, also wenn er links und rechts bewegen machen könnte, wäre hier jetzt perfekt, aber dass man hier einfach mal hier reingreift, dass halt er hier, wenn man den greifen kann, die ganzen anderen Marken nach rechts schiebt. Und dass man dann danach das Triforce drüber schiebt, werden wir dann ausprobieren. Hoffen wir mal, dass wir den kriegen. Weil sonst wüsste ich jetzt auch nicht genau, wo man sonst reingreifen sollte. Ich meine, er ist die perfekte Marke zum Greifen. Na komm, schieb noch irgendwas mit. Na? Das war nicht gut. toll. Das ist jetzt die Frage. Soll ich jetzt versuchen, hier den Pfeil zu greifen, den Bogen zu greifen, damit er hier das vielleicht beim Drauffallen runterwirft? Oder? Nicht so gut. Aber gut, ich probiere es trotzdem aus. Na, schnappt ihr das Ding? Das klemmt jetzt richtig fest hier. Nicht so gut, nicht so gut. Mal sehen. Achtung. Toll, wenn ich mich jetzt bewege, dann fällt alles runter. Ich glaube, ich muss den Greifer hier irgendwo runterfallen lassen, weil sonst wird es nichts. Oder soll ich mal versuchen, links zu schnappen? Nee, ich glaube nicht, dann bleibe ich am Triforce hängen. Ja gut, ich werde es sehen. Machen wir es am besten so. Na komm, drück irgendwie runter. Ja, alles klar. Lass ihn los. Ja, keine Ahnung, was das eben war. Also ich glaube, das hätte besser werden können. Triforce, was meint ihr? Soll ich Triforce greifen? Oder soll... Ja gut, ich werde versuchen, das Triforce irgendwie zu greifen, aber ich glaube, dass es nicht so leicht sein wird. Na? Immerhin, die Kugel hüpft in die Luft, aber irgendwie ist der Kran nicht ganz so gut. Oder ich habe falsch angefangen. Wie gesagt, beim richtigen Kack kann man Links-Rechts-Bewegungen arbeiten, da hätte man das Ganze einfacher. Aber das Triforce ist schon gemein. Ja gut. Was bleibt mir alles übrig? Da muss ich halt das Triforce nochmal greifen. Muss halt irgendwie so gegriffen bekommen, dass er irgendwie... Ja, keine Ahnung. Okay, der hält es sogar so fest. Okay, nicht schlecht. Aber ja. Leider nicht ganz so gut. Na, also eine Runde mal auf jeden Fall. Vielleicht haben wir auch einen Bonus. Ja, nein. Nein, leider nicht. Dann, ja. Gehen wir mal die alten Kräne durch. Also die wiederholten Sachen. Da war jetzt auch hier nicht viel dabei, wo ich sagen könnte, gut, da könnte man jetzt gut was rausholen. Bei zwei Runden wäre es besser gewesen. Da wären so ein, zwei Kandidaten dabei gewesen. Auch mit links und Rechtsbewegungen. Aber, ja. Kann man leider nichts machen. Also ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal ganz schnell durch, was es hier so Neues gibt. Auch für die Leute, die vielleicht warten wollen, wegen Freitag. Ja, hier haben wir natürlich wieder Splatoon und ein bisschen Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ein bisschen Pixel Zelda. Hier zum Beispiel runterdrücken und dann mit links und rechts Bewegungen arbeiten. Sorry. Ja, Fire Emblem, Animal Crossing, alles so Sachen. Jetzt habe ich ja komplett. Kann man auch übrigens mit ein, zwei Runden komplettieren. Also eher gesagt, halt immer, man greift sich halt die Marken schön einzeln. Oder halt, dass man die mit links und rechts ein bisschen runterwackelt, je nachdem. Ja, den habe ich ein bisschen vorbereitet, den Wump hier. Wo ich eigentlich dachte, ja gut, wenn ich jetzt zwei Runden hätte, dass ich dann hier den Shy Guy greifen kann. Und zwar so, dass halt, na komm, ich falle gleich runter. Dass ich halt den Wump, also den zweiten Wump greifen würde. Weil jetzt gleich hier Lakitu mit dem Boomerang-Item runterfällt.
Und dass man dann halt die Möglichkeit hat, den Shy Guy zu greifen und halt den die Banane und der Panzer, der mir fehlt, wie man hier sieht, dass ich den dann halt in einem anderen Kran bekommen kann. Und zwar immer noch das mit der 8 in der Mitte. Aber da brauche ich einfach mal mehr Runden als ein oder zwei. Sonst wird es nichts. Na komm, fall runter. Einfach nur der, keine Ahnung. Ich habe den zwar schon, aber einfach nur, damit man es mal wieder gemacht hat. Na komm, kann ja vielleicht sein, dass vielleicht die Leute jetzt das erstmal wieder einschalten und dann das erstmal sehen. So. Dass man halt hier dann den Wump greift, dass dann halt, der Shy Guy hier vielleicht sich so hin bewegt, dass man hier so reingreifen kann, also dass halt der Koopa ein bisschen weg ist. Aber mit nur einer Runde sieht man ja nichts zu machen. Hier auch nicht, leider. Da bräuchte ich mal mindestens zwei. Hier ist Melinda und Toad, so die spezielle Marke. Bei Toad Club gibt es glaube ich noch einen anderen Krank, genauso wie Bowser. Also hier ist Melinda eigentlich hier so die spezielle Marke. Und dann haben wir hier wieder Pixel-Pokémon. Das haben wir ja auch schon mal gespielt. Mit einer Runde. Und ja, hat am Ende auch nicht so viel gebracht. Das hier, ein richtig schwerer Kram, wenn man alles greifen möchte. Haben wir schon festgestellt im Training. Könnte man auch mit links und rechts bewegen und bearbeiten, dass man halt hier hingeht. Dass halt hier auch alles wieder runterfällt und man so nach unten drückt, dass die beiden Blöcke locker sind. Und mit viel Geduld dann halt die runterwackelt. Könnte man machen. Ja, aber ihr seht, gibt nicht viel zu machen. Deswegen werde ich mal einfach gucken, dass ich mal wieder den Splatoon-Kran da spiele. Und zwar den wir schon mal gespielt haben. Ich habe zwar natürlich wieder vergessen, wo ich da das letzte Mal reingegriffen habe. Ich muss mir mal echt Notiz machen bei den nicht komplettierten Kränen. Ich glaube, ich habe wirklich mal versucht, hier reinzugreifen, dass ich den blauen bekomme. Und dann ist dann der runtergefallen. Ich glaube, so war das. Oder ist gar keiner runtergefallen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall würde ich dann gucken, dass ich dann heute vielleicht mal hier den pinken versuche zu greifen. Dass er ihn dann vielleicht beim Hochheben, dass dann ja die anderen gelockert werden. Hoffen wir es einfach mal. So. Na komm. Zumindest eine neue Marke haben wir. Die blaue. Aber gut, das war auch, glaube ich, ein bisschen zu weit rechts. Hätte ich ein bisschen weiter links gehen sollen, dass er halt hier auch genau in die Lücke reinkommt. Da hätte es dann eher den hier mitgegriffen. Ja, aber man sieht halt hier, man sollte schon mit zwei Versuchen arbeiten, dass man auch den Orangen irgendwann mal bekommt. Oder man guckt sich einfach an, ob die in anderen Kränen vorhanden sind und greift sie dann. Müsste ich halt nochmal genauer gucken, was es da nochmal alles an Splatoon-Kränen gibt. So, dann hoffe ich, hat der Papa wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt. Ihr könnt mir mal schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich hoffe doch wirklich besser als bei mir. Weil dieses Verkeilen am Anfang, das war ja richtig gemein. Und dann hoffe ich, ihr macht dieses Jahr besser als letztes Jahr. Sagt mir ja so schön. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.